Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge Sinnedomme. Heute geht es mal wieder um ein Anime und zwar Nausicaa aus dem Tal der Winde. Fangen wir an mit der Story. Also, die Story ist so, das Ganze spielt in einer Postapokalypse, mehr oder weniger. Die Erde ist nach einem verheerenden Krieg und alles nicht mehr so, wie wir es erkennen, sondern immer mehr Flächen der Welt werden überwuchert von einem Wald der Fäulnis. Und in dem leben riesige Insekten, die den Menschen nicht gerade freundlich gestimmt scheinen. Und in dieser Welt spielt es. Und Nausicaa ist eben die Prinzessin aus dem Tal der Winde. Und ja, die entdeckt so im Laufe des Films das Geheimnis hinter dem Wald der Fäulnis. Und dann gibt es noch kriegerische Handlungen und alles. Und also wieder mal, also Studio Ghibli steckt da dahinter. Eine recht komplexe Story mit einigem Schuss Gesellschaftskritik drin und regt zum Nachdenken an und hat mir wieder mal sehr gut gefallen. Erreicht nicht ganz das Niveau von Prinzessin Mononoke, aber auf jeden Fall eine richtig, richtig tolle Story. 9 von 10 Punkten für die Story. Dann kommen wir zu Figuren. Also die Figuren fand ich ziemlich interessant. Haben mir ganz gut gefallen. Es waren so ein, zwei dabei, wo ich dachte so, hätten wir noch ein bisschen ernsthafter machen können, weil der Film wirklich einen sehr, sehr, sehr ernsten Ton anschlägt. Trotz allem hat mir das sehr gut gefallen. 9 von 10 Punkten auch bei den Figuren. Dann kommen wir zur Atmosphäre und Design. Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Die Atmosphäre des Films ist fantastisch, also richtig, richtig toll. Da kann ich eigentlich gar nichts meckern. Wo ich ein bisschen was mecker, ist so das Design. Also einmal das Design der Figuren ist teilweise, habe ich schon schöner gesehen bei Ghibli, und auch die Klamotten und die Technik und alles. Da haben sie im Laufe der Jahre, der Film ist schon ein bisschen älter, einfach nochmal ein bisschen mehr sich getraut, mehr dazugelernt. Deswegen ziehe ich hier ein bisschen was ab, trotzdem noch toll, also 8 von 10 Punkten bei Atmosphäre und Design. Dann kommen wir zu Humor, da habe ich ja schon erwähnt. Es ist ein ziemlich ernster Film mit ernsten Themen, die er anspricht. Deswegen kommt der Humor hier relativ kurz, 3 von 10 Punkten. Bei Schnitt und Kamera muss ich sagen, die Schnitte fand ich gut, habe ich nichts auszusetzen. Die Kamera, da hätte man noch ein bisschen mehr machen können, gerade dadurch, dass es viel mit Luftschiffen und so ist. Da hätte man noch ein bisschen mehr mit der Kamera spielen können. Trotz allem ist es auf hohem Niveau, auch hier 8 von 10 Punkten bei Schnitt und Kamera. Dann kommen wir zu Animationen und Action. Da muss ich sagen, die Action ist gut und ist auch einiges drin. Und die Animationen sind auch sehr gut, aber nicht ganz auf dem Niveau wie jetzt so die modernen Animes und Zeichentrickfilme. Das merkt man einfach ein bisschen. Also man sieht den Film einmal bei den Zeichnungen ein bisschen an, dass er schon älter ist, und auch an Animationen, obwohl die wirklich toll sind. Also deswegen ziehe ich aber nur ein ganz Mini-Pünktchen ab. 9 von 10 Punkten bei Animation und Action. Dann kommen wir zur Spannung. Die Story ist spannend, man will wissen, wie es weitergeht, man will wissen, wie es ausgeht, und die Charaktere sind so sympathisch, dass man sich tatsächlich um sie sorgt, und also wirklich, wirklich gut. Ich finde nur, dass so der Twist der Story, also warum es diesen Wald gibt und alles, der kam mir einen Tick zu früh im Film, und danach ist die Spannung schon noch da, aber nicht mehr ganz auf dem hohen Niveau, deswegen ziehe ich ja auch ein Pünktchen ab. 9 von 10 Punkten bei der Spannung. Dann kommen wir zum Soundtrack. Der ist auch wieder gut, allerdings nicht mega super sehr gut, sondern einfach nur gut. Also auch da habe ich schon Besseres gehört von Ghibli. Trotz allem ist der Soundtrack toll. 8 von 10 Punkten. Kann man wenig dran meckern. So, dann
wird's spannend. Wir kommen zur Genre-Wertung im Genre der Animes. Muss ich sagen, gehört Nausicaa auf jeden Fall zu den besseren. Hat mir wirklich gut gefallen. Ich wurde durchweg super unterhalten. Die Geschichte war spannend. Sie regt zum Nachdenken an. Und es passiert immer was. Und also wirklich, wirklich ein toller, toller Film. Aber er erreicht nicht ganz so die Spitze bei mir, sondern da stehen dann noch so ein paar andere Animes davor. Trotz allem ist er wirklich super und ich kann jedem Anime-Fan nur empfehlen. 9 von 10 Punkten in der Genre-Wertung und ich muss auch sagen, in der Gesamtwertung auch 9 von 10 Punkten, weil der Film ist einfach toll. Kann ich auch jedem Nicht-Anime-Fan nur ans Herz legen, sich den mal anzugucken. Ja, es ist ein Zeichentrick, aber wenn man sich da mal dran gewöhnt hat, wenn man nicht sowieso Fan davon ist, also der Film ist wirklich, er spricht auch ein erwachsenes Publikum an, das merkt man. Und also ich kann wirklich nur weiterempfehlen, Nausicaa aus dem Tal der Winde, absolute Empfehlung, Top-Film und beide Daumen hoch. Ich würde mich schon freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt und bei Anregungen oder Kritik ab in die Kommentare damit. Ansonsten würde ich sagen, abonniert unseren Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, bis dann.